12 Jahre lang war er einer von ihnen. Dann schrieb er ein Buch über Habgier in der Londoner Bankenwelt, wurde zum Kritiker. Garrett Anderson, ehemals Analyst bei einigen der größten Banken Europas. Hier waren lauter Zocker, die auf Risiko gespielt haben, nur den kurzfristigen Gewinn im Auge. Über die Konsequenzen hat sich hier niemand Gedanken gemacht. Hier bin ich früher oft gewesen, 3 Stunden lang über Mittag. Da waren vielleicht ein paar Stripclubs, dort ein Kokaindealer, die guten alten Zeiten eben. It was all very good back in the good old days. How would you describe? Wie würden Sie den Garrett Anderson, der hier einmal gearbeitet hat, beschreiben? I'd say I was pretty cocky. Ich war auch so ein Zocker, viel zu selbstsicher, perfekt für einen Händler. Und so wie ich damals war, waren viele, auch ein Grund für die Finanzkrise. Die Leute, die diese Produkte erfunden haben, die dann die Weltwirtschaft zum Überdrehen gebracht haben, wussten, dass ihre Produkte zum Scheitern verurteilt waren. Zinsen sind nicht für immer niedrig, Hauspreise steigen nicht ins Unendliche. Aber das war ihnen egal. Sie haben 10 Jahre lang Boni in Millionenhöhe erzielt. Wie war damals die Atmosphäre in der City? Hatten Sie das Gefühl, dass bald irgendwas passiert? Ich hatte ständig damit gerechnet, dass es eine Finanzkrise geben würde, seitdem ich in der City angefangen hatte. Jetzt kommt die große Krise. Aber wenn man denkt, dass bald alles einstürzt, dann ist der Anreiz, in der verbleibenden Zeit so viel Geld wie möglich zu machen, sehr, sehr groß. Vielleicht gibt es deine Bank in 2 Jahren ja überhaupt nicht mehr. Sie sind jetzt sehr kritisch, aber ist das nicht ein bisschen spät? Ich hatte ständig Schuldgefühle. Jedes Jahr habe ich mir vorgenommen, dies ist dein letztes, die ganzen 12 Jahre lang. Und jedes Jahr wird der Bonus größer. Ich war wie gefangen. Also haben Sie Ihre Seele verkauft? Ja, ich habe meine Seele dem Teufel verkauft, aber für einen guten Preis. Für meinen Bonus habe ich alles getan, auch wenn ich damit meiner Bank langfristig keinen guten Dienst erwiesen habe. Hauptsache, ich habe meinen Bonus und tschüss. Hat irgendjemand ihretwegen gelitten? Also dieser Club hier, bei dem ich mitgemacht habe, die City, hat dazu geführt, dass es uns allen schlechter geht. Alle leiden bis heute unter der Sparpolitik. Die Reallöhne sind schon seit 10 Jahren nicht gestiegen. Dieses Casino hier, in dem ich mitgespielt habe, hat dafür gesorgt, dass es uns allen schlechter geht. Most people in this country's lives are probably slightly less well off than they should be.